Potsdamer Platz ist natürlich das Bild von Ernst Ludwig Kirchner. Es ist auch das Hauptbild der neuen Nationalgalerie und eines der wichtigsten Bilder, glaube ich, auch des Expressionismus. Einfach deshalb, weil es nicht nur biografisch für Ernst Ludwig Kirchner wichtig ist und weil es in einem ganz besonderen Punkt in der Geschichte Berlins auch entstanden ist, sondern auch, weil es auch für Kirchner eine besondere Bedeutung hat. Es gibt viele Vorzeichnungen, die Straßenszenen waren für Kirchner ganz wichtig. Das Erlebnis auch der Großstadt, was er mit Ekstase beschrieben hat, das alles mündet am Vorabend des Ersten Weltkriegs, nämlich 1914, in dieses Bild, das in gewisser Weise, und das macht auch diese Ausstellung, glaube ich, nochmal deutlich, auch sehr reduziert ist und sehr radikal vereinfacht. Die Verkehrsinsel ist ein Kreis, die anderen Verkehrswege sind Dreiecke, die Architektur ist reduziert auf einzelne Bögen und einzelne Elemente. Es gibt diese statuarischen Frauen, die auch eher schematisch dargestellt sind mit ihren Federhüten, und es gibt dann dahinter die Passanten, die vereinheitlicht sind. Also da sind diese typischen Chiffren oder Hieroglyphen, die Kirchner einsetzt, und dann diese leuchtende Farbigkeit, also dieses große, starke, leuchtende Grün, auf dem sich eigentlich alles bewegt. Also das ist in vielfacher Weise ein sehr aufregendes Bild, gerade auch in dieser großen Dynamik und Wiederholung von bestimmten Motiven. Ein großes Großstadtpanorama. Das Gespenstische bis heute, dass diese großen stehenden Damen auf der Verkehrswende in Witwelschleier zu sehen sind auch überlenkt sind. Also sie sind aus heutiger Sicht gar nicht so sehr diese begehrenswerten Frauen, für die Kirchner da malen wollte, sondern auch sehr distanziert, isoliert stehende Personen in dieser sehr extrem wirkenden Großstadtausschnitt, also auch eine befremdende Situation in gewisser Weise. Das macht, glaube ich, diese Kraft auch dieses Bildes aus.